habe ja schon viel durchgemacht in meinem Leben. Aber das hier, das ist ja wie im Krieg. Oma Diva ist beliebt bei Jung und Alt. Für die passionierte Puppenspielerin Nicole Maleta ist sie der Ausgleich zum stressigen Berufsalltag. Mein Bein! Oh. Und mein schöner Gucci-Mantel! Oh, wie sehe ich nur aus! Also ich versuche, in diese Rolle reinzuschlüpfen, die ich ausfülle, dass ich in dem Moment eben wirklich so wie jetzt auch die Oma Diva bin. Also was die Haltung angeht, aber auch das innere Denken versucht man nach außen zu transportieren. Ich lege dann wirklich Rolle Nicole oder Nicole ab und versuche, Rolle Diva überzustülpen. Seit 2007 ist das Ingolstädter Bürgerhaus für Nicole Maleta und die Schanzer Puppenspieler zu einer zweiten Heimat geworden. Paul Grötzinger ist eines der Gründungsmitglieder des Theatervereins und mit 82 Jahren das älteste Mitglied. Von Anfang an hat er sich um die Technik gekümmert und hat das alte Schwimmbad des Bürgerhauses zu einer Bühne umgebaut. Das erste Mal begeisterten Paul und seine langjährige Freundin Christine Kaulberg das Publikum mit dem Märchen von einem malenden Kamel. Diese Geschichte habe ich geschrieben und dem Paul hat die Geschichte so gut gefallen, dass er gesagt hat, er macht mal ein Büchlein davon. Und das hat mir dann keine Ruhe gelassen. Und eines Tages sage ich zu ihr, du, können wir da etwas mehr draus machen? Ja, was denn? Das sage ich beispielsweise im Puppentheater. Dann haben wir 2 Jahre Puppen gebaut und Requisiten, haben über den Donaukurier Leute gesucht und auch gefunden und haben 2004 das erste Mal aufgeführt. Damals war die heute jüngste Mitspielerin Irma noch gar nicht geboren. Die 12-Jährige übernimmt bereits viele verantwortungsvolle Aufgaben beim Schanzer Puppentheater. Jetzt habe ich auch noch einen Platten! Zur Gruppe fand sie mit ihrer Mutter Corinna. Wir haben immer zugeguckt bei den Stücken und ich fand es schön, wie die gespielt haben. Und dann wollte ich es auch mal ausprobieren. Und dann haben wir letztes Jahr mal mitgemacht. Neben der 12-jährigen Irma und dem 82-jährigen Paul gibt es bei den Schanzer Puppenspielern 10 weitere Frauen und Männer. Sie engagieren sich ehrenamtlich, um Kinder, Eltern und Großeltern zusammenzubringen. Das Ingolstädter Bürgerhaus dient ihnen als Ort der Begegnung. Da ist es kein Problem, sich mit Leuten die Bühne zu teilen, die bis zu 70 Jahre älter sind. Keine Ahnung, es ist einfach. Also, das läuft gut und irgendwann man spielt, dann bemerkt man das nicht. Bei den Schanzer Puppenspielern beschäftigen sich Jung und Alt nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne miteinander. Das Projekt Mehrgenerationenhaus scheint also geglückt. Also es ist eigentlich durchaus positiv, weil jeder vom anderen profitieren kann. Zum einen von der Erfahrung derjenigen, die das schon jahrelang machen. Das sind wir. Wir können immer ein bisschen unterstützen. Und die Jugend, die hat natürlich auch wieder ganz andere Ideen. Und das passt eigentlich auch gut zusammen, dass man da auch auf die Jüngeren eingeht und die dann auch mitnimmt. Ich liebe das Puppenspiel, weil die Kinderaugen mich beschenken mit Lächeln, mit Fröhlichkeit. Wenn die dann auch lachen oder mit dabei sind oder unsere Lieder nachher noch singen. Oder wenn sie ein Lied mit nach Hause nehmen, das singen sie nämlich dann oft draußen noch als kleiner Ohrwurm und das begeistert mich einfach.